wahnsinniger, wissensreicher Beitrag in einer oft überhitzt geführten Debatte. Und das ist auch das Thema Ihres Vortrags, wie man am ähnlichen Titel Ihres Vortrags ablesen kann. Ich bin sehr gespannt, wie wir jetzt auch ein drittes Feld, die Zukunft der Stadt, Migration wahrscheinlich im weitesten Sinne, beleuchtet bekommen. Danke. Vielen Dank, liebe Frau Kollegin Benze, für die freundliche Einführung. Vielen Dank für Ihr Interesse. Islam in Deutschland, eine Bestandsaufnahme und das in 30 Minuten. Also das kann nur in unprofessoraler Kürze geschehen. Und ich bitte gleich um Nachsicht dafür, dass ich viele Themen, die Ihnen vielleicht auf den Nägeln brennen, nicht ansprechen kann. Wer Zeit und Lust hat, kann es in meinem Büchlein nachlesen. Ich hoffe jedenfalls schlaglichtartig, das eine oder andere Ihnen nahebringen zu können. Und sehen Sie es einem Wissenschaftler nach, dass er vielleicht mehr Fragen als Antworten parat hat. So sind wir nun mal. Übrigens, falls das ein bisschen komisch ist vom sich angucken her, ich werde hier sehr stark angestrahlt und sehe Sie kaum. Aber Sie sehen mich und dann schauen wir, was wir daraus machen. Das Bild des Islam und die Muslime in Deutschland. Unser Bild vom Islam ist älter als unsere Begegnungen insgesamt mit Musliminnen, Muslimen in diesem Land. Na, das Bild vom Islam, das kommt so auf in der Kreuzzugszeit vor allem. Wir haben dann sehr starke Vorstellungen, insbesondere vom Türken-Islam im 16. Jahrhundert, als das Osmanische Reich dann große Teile des Balkans erobert, Wien belagert. Hier in Bayern werden Städte befestigt, in Regensburg, in Burghausen, in Nürnberg errichtet man stärkere Stadtmauern, weil man befürchtet, dass die türkisch-osmanischen Heere das Land erobern würden. 500 Jahre Reformation, Martin Luther, für den waren die Türken und die Papisten so ungefähr ein ähnlicher Gefahrenfaktor. Er hat in seinen Schriften auch deutlich gemacht, dass er so den Türken, Schrägstrich Muslim, letztlich als die Geißel Gottes sieht, der die nahe Endzeit der Welt verkündet. Also insgesamt sehr angstbesetzte Bilder, unfreundliche Bilder, die man hat und die sehr einseitig sind. Im Süden Europas gab es sehr viel mehr reale Begegnungen, auch Begegnungen kultureller Art. Von Algebra bis Zenit zeugt schon unser Fremdwortrepertoire davon, wie viel an kulturellen Errungenschaften wir aus dem Orient übernommen haben. Übrigens nicht nur aus dem islamischen Orient, sondern auch aus dem jüdischen und christlichen Orient. Denn dort gab es jedenfalls in den guten Zeiten sehr viel kulturellen, religiösen Austausch auch zwischen diesen Gruppen. Dieser kulturelle Reichtum, den wir erleben durften, den haben wir weitgehend vergessen. Obwohl gerade so eine Stadt wie München eigentlich Anlass bieten könnte, sich dem zu widmen. Die Bayerische Staatsbibliothek hat eine weltbedeutende Sammlung von Manuskripten aus der muslimisch geprägten Welt. Wir haben hier ein, es heißt nicht mehr Völkerkundemuseum, sondern Museum Fünf Kontinente, wo ich nur, wer es noch nicht kennt, sehr herzlich einladen kann, sich da auch die islamische Ausstellung anzusehen. Die ist nicht sehr groß, aber sehr bemerkenswert, weil sie nämlich islamisch-religiöse Alltagspraxis, insbesondere ihre mystischen Anteile, sehr gut auch zeigt. Und das ist so ein Teil des Islam, der mystische Islam, der Alltagsislam, der oft so ja überhaupt nicht auftaucht in der Öffentlichkeit, der sehr unspektakulär ist und der eine deutsche Normalität ist. Aber wie gesagt, nicht so sehr im Gesicht. Gehen Sie hin und gucken Sie sich das mal an, wenn Sie den mögen. München ist eine Stadt, die auch den Reichtum der islamischen Kultur mit als erstes entdeckt hat. 1910 gab es hier in Deutschland die erste große Ausstellung islamischer Kunst überhaupt in Mitteleuropa. Also eine durchaus alte Tradition, die wir hier haben. Leider ist das große Projekt des Münchner Forums für Islam, das auch städtebaulich eine hochinteressante Sache geworden wäre, aus finanziellen Gründen einstweilen gescheitert. Zu der Frage sichtbarer Islam, auch architektonisch sichtbarer Islam, werde ich nachher noch ein paar kurze Worte sagen. Muslimische Menschen tauchen sehr viel später erst auf, vor dieser eher abstrakten Begegnung mit dem Islam, nämlich in kleineren Zahlen eigentlich erst im 17. Jahrhundert, ganz wenige Handelsleute und vor allem sogenannte Beutetürken. Ja, das sind Zeiten, in denen man gegenseitig
Sklaven genommen hat, wenn da einer eine Schlacht gewonnen hat. Also Christen kamen dann ins Osmanische Reich als Sklaven, aber andersrum eben auch. Die sind dann oft konvertiert zum Christentum und haben sich hier zum Teil sehr etabliert. Andere sind eher unter die Räder gekommen. Es waren kleine Zahlen, es waren sehr, sehr kleine Zahlen. Man muss sagen, der Islam ist eigentlich bis ins 20. Jahrhundert hinein real existierend, im Sinne von real existierenden Menschen, eine Randerscheinung geblieben. Die Zeiten haben sich aber schon gewandelt, die Ängste haben abgenommen. Das können wir feststellen, so ab dem 18., 19. Jahrhundert beginnt man sich mehr und mehr auch wissenschaftlich zu interessieren für den Islam. Es gibt auch ein kulturelles Interesse, so Orientfaszination, Haremsfantasien, Schwerpunkt liegt auf Fantasien. Man hat da so allerlei rein projiziert. Gehen Sie in die Pinakotheken und gucken Sie sich die Bilder der sogenannten Orientalisten an, Makat und wer da so alles schwelgt in irgendwelchen orientalischen Fantasien, auch das ist sehenswert. Sie sehen übrigens, ich habe keine Bilder mitgebracht, sondern gehen Sie selber hin und gucken Sie sich diese Bilder an, machen Sie sich Bilder aus diesen Dingen. Die Zeitenwende wird vielleicht am deutlichsten, wenn ich Ihnen sage, dass zu Beginn des Ersten Weltkriegs ja das Deutsche Reich unter anderem mit Österreich-Ungarn zusammen, aber auch mit dem Osmanischen Reich gekämpft hat. Darauf müssen wir nicht stolz sein. Aber immerhin, es war das deutsche Außenministerium, das es den osmanischen Sultan aufgefordert hat, doch gegen die Engländer und Franzosen den Dschihad zu erklären. Das ist, glaube ich, das einzige Mal, dass die deutsche Politik versucht hat, einen Dschihad herbeizuführen. Das war schon durchaus militärisch gemeint in dem Kontext. Er hat es dann auch gemacht, aber es hat nichts genützt. Gottlob, kann man vielleicht hinzufügen. Sie sehen also, wie sehr sich die Zeiten wandeln können. Und wie sehr übrigens auch Machtpolitik ein Faktor sein kann, den wir häufig unterschätzen. Immer dann, wenn es brenzlig wird, dann tendieren Machthaber in allen Teilen der Welt dazu, so eine Homogenität zu beschwören. Wir werden jetzt bedroht von den anderen und dann schlagen die Völker aufeinander, ob das nun in Myanmar ist oder in Bosnien gewesen ist oder in anderen Teilen der Welt. Da muss man gewaltig aufpassen und da kann vielleicht auch die Wissenschaft einen Beitrag leisten, indem sie deutlich macht, welche Allianzen es immer schon gegeben hat. Christen mit Muslimen gegen andere Christen in der Zeit der Kreuzzüge. Muslime mit dem Papst gegen das Deutsche Reich. Und ähnliche machtpolitische Konstellationen. Daran sollten wir uns erinnern, dass wir uns auf die Fakten besinnen. Wer steht hier tatsächlich gegen wen? Und wo werden Unterschiede nur mobilisiert, um sozusagen die innere Burg abzuschließen? Und das ist auch wichtig für das Zusammenleben heute. Zusammenleben heute heißt etwas ganz anderes als früher, dieses Exotische. Da gibt es so ein paar Muslime und die sind irgendwie interessant. Naja, wenn es wenige sind und wenn sie nur kurz da sind, das finden viele nett. Und jetzt sind es auf einmal viele und sie sind nicht nur kurz da. Na, wir gehen heute aus von ungefähr 4,5 Millionen Musliminnen und Muslimen in Deutschland, davon ungefähr 700.000 in Bayern, über 100.000 Schülerinnen und Schüler nun in unseren Schulklassen. Also es ist eine sehr nennenswerte Bevölkerungsgruppe. Ich sollte schon gar nicht Bevölkerungsgruppe sagen, weil das so eine Homogenität voraussetzt, die auch da nicht gegeben ist. Muslimisches Leben in diesem Lande ist so plural, wie man es sich nur vorstellen kann. Menschen unterschiedlichster Prägungen, unterschiedlichster Hintergründe leben hier als Muslime, die aber sehr unterschiedliche Zugänge auch zu ihrer Religion haben. Sei es nun die üblichen Einteilungen Sunniten, Schiiten und was es da so alles gibt. Viele wollen sich da gar nicht mehr so ganz genau zuordnen, sondern haben eher so einen überkonfessionellen Zugang zu ihrer Religion. Es gibt, das darf man nicht verschweigen, allerdings auch so manches an Konflikten, die zum Teil aus den Herkunftsländern, der Islam hat hier eine Migrationsgeschichte, die aus den Herkunftsländern mitgebracht wurden. Denken Sie nur an Konflikte, etwa die sogenannten Aleviten betreffend, eine religiöse Gruppierung, die so im 13., 14. Jahrhundert auftaucht, die islamische Elemente aufweist, aber auch so ein bisschen andere Dinge von anderen Religionen aus der Region damals und die über lange Zeit in ihrem heutigen Stammland Türkei unterdrückt wurden. Das letzte große Massaker liegt noch nicht sehr lange zurück, 1993 in Sivas. Dass Konflikte, die entstanden sind in diesem Herkunftsland Türkei zwischen der sunnitischen Mehrheitsrichtung und den Aleviten, dass die auch hier reingeschwappt sind über Migrationsvorgänge, ist zwar zu bedauern, aber es ist auch nicht erstaunlich.
umso wichtiger ist es, dass hier die Chance besteht, und sie wird auch genutzt, dass man sich neu sortiert. Musliminnen und Muslime können heute in Deutschland ohne politischen Machtanspruch der Religion frei diskutieren, wie sie ihre Religion leben möchten und wie sie sich untereinander verständigen möchten. Trotz all der Spannungen, die unübersehbar sind, da tut sich etwas. Da sitzen auf einmal Leute zusammen in Schulbuchkommissionen, wo wir gar nicht gedacht hätten, wie schnell die sich einigen können, auch über ihre theologischen Differenzen. Also das ist hier ein Biotop, wo wirklich ein neues muslimisches Zusammenleben entstehen kann. Und um das zu Ende zu bringen, der erste alevitische Religionsunterricht der Weltgeschichte in öffentlichen Schulen hat stattgefunden in Berlin, nicht in der Türkei. Das heißt, muslimisches Leben hier und heute ist eine außerordentlich vielfältige Angelegenheit. Es wäre auch völlig verfehlt, den Islam sofort in Zusammenhang zu bringen mit der Frage von Migration und Integration. Es gibt Menschen, die hier in der dritten oder vierten Generation leben, die Deutsche sind, die sich als Deutsche verstehen, muslimischen Glaubens. Wohin soll man diese Menschen integrieren? Und die Migrationsgeschichte ist auch schon eine Weile her. Dennoch, der Islam hat eine Migrationsgeschichte und man erkennt sie noch und deswegen muss ich auch drüber sprechen. Der Islam ist ja eigentlich etwas Völkerverbindendes von seinem Anspruch her. Aber was haben wir hier? Wir haben eine albanische Moschee, eine arabische Moschee, eine türkische Moschee und so weiter. Und die Leute nennen die selber so. Also das wird nicht nur so von außen herangetragen. Das heißt, wir haben solche ethnischen Hintergründe. Und wir sehen, dass die muslimischen Organisationen, die als Religionsorganisationen entstanden sind, oft genug eben auch einen solchen ethnischen Hintergrund haben. Und ich denke, die ersten Hinterhofmoscheen oder Gebetsplätze, die in irgendwelchen Kellern notdürftig eingerichtet wurden, als Provisorien, Stichwort Gastarbeiterexistenz, bei denen war oft genug die Teestube mindestens genauso wichtig wie der Gebetssaal. So ein bisschen Heimat in der Fremde. Das schlägt sich übrigens heute noch nieder in den Debatten, wenn Moscheen gebaut werden. Und sie werden gebaut. Wir haben gerade so 150, 180, die auch aussehen wie welche. Und immer mehr, die im Bau sind. Da gibt es durchaus Konflikte, auch innerhalb der Muslime. Wie soll das Ding aussehen? Macht man anatolische Heimweharchitektur, wie so die erste Einwanderergeneration es gerne hätte, ne? So diese Zahnstocherminarette und solche Sachen. Oder macht man so postmodern mit viel Glas? Wer Lust hat, fahre mal nach Penzberg raus. Die sind tüchtig stolz auf diese sehr, sehr gelungene Moschee, architektonisch äußerst ansprechend. Das entschärft dann manchmal auch Konflikte in der Gesamtgesellschaft. Das können wir mittlerweile nachweisen aus der Kulturgeografie, dass wenn Gebäude sich einfügen optisch in die Umgebung, dass dann die Widerstände geringer werden. Also auch das ein Thema für die muslimische Bevölkerung selbst. Und man kann an diesen Diskussionen ablesen, dass wir einen Wandlungsprozess haben, auch in der Organisationslandschaft, einen Wandlungsprozess von Migrantenorganisationen mit religiösem Anstrich hin zu deutschen Religionsgemeinschaften. Und nun kommen die nächsten Ängste. Manche denken dann, aha, die Islamisierung Deutschlands ist in vollem Gange. Aber was heißt Islamisierung? Wenn das heißen soll, naja, das Grundgesetz und so unsere Rechtsordnung wird allmählich ersetzt durch islamische Rechtsvorstellungen und ähnliches mehr, dann kann ich Entwarnung geben. Und das ist ein Schwerpunkt auch unserer Feldforschungsarbeit, die wir so betreiben. Das ist so nicht der Fall. Es gibt einzelne Problemzonen, über die man sprechen kann und ich werde noch darauf zu sprechen kommen. Aber insgesamt, diese Art von Islamisierung, die da manchmal heraufbeschworen wird, ist im Wesentlichen ein Geisterphänomen. Was tatsächlich stattfindet, ist, dass Muslime, und wenn ich von 4,5 Millionen Menschen spreche, ist das etwas Normales, sich eine religiöse Infrastruktur geben, in unterschiedlichsten Settings. Aber das ist nicht Islamisierung, sondern das ist ein Gebrauch machen von der Religionsfreiheit dieses Landes. Und die Religionsfreiheit gilt nicht nur für die Mehrheit, sondern unser Grundgesetz schreibt sie für alle vor. Selbstverständlich hat sie Grenzen, aber die Grenzen werden für alle gleichgezogen. Und das ist das Markenzeichen des säkularen Staats und einer säkularen Rechtsordnung. Der Staat muss sich neutral verhalten gegenüber allen Religionen und er muss sie alle gleich behandeln, übrigens die Weltanschauungen auch. Das ist unsere europäische Erfahrung
Das ist eine gute Erfahrung, die mit viel Blut erkämpft wurde, aus Religionsauseinandersetzungen. Ich glaube, der Blutzoll, den Christen untereinander jeweils verursacht haben, ist wesentlich höher als der interreligiöse, den wir in der Weltgeschichte zu beklagen haben. Also unsere Erfahrung ist, es tut sowohl dem Staat als auch den Religionen gut, wenn die Sphären zunächst getrennt werden. Und das heißt nicht, dass Religion nicht im öffentlichen Raum stattfinden dürfte. Wir haben eine religionsoffene Verfassung. Religionsfreiheit zählt zu den Menschenrechten. Das nehmen wir schon sehr ernst. Wir kooperieren dafür bis hin in den Schulen, in Rundfunkräten, Seelsorge, in Militär, in Gefängnissen und. Also wir haben eine religionsoffene Verfassung, aber nochmal, es gibt letztlich eine Sphärentrennung und der Staat hat das Letztentscheidungsrecht, die staatliche Rechtsordnung hat das Letztentscheidungsrecht darüber, wo Religionsfreiheit sich entfalten kann und wo sie auch ihre Grenzen finden muss. Und das müssen wir im Einzelfall abwägen. Und jetzt spricht der Jurist in mir, wir überschätzen manchmal die Handlungsmöglichkeiten der Rechtsordnung und auch die Kompetenzen der Rechtsordnung. Die Rechtsordnung ist nicht dazu da, Menschen zu guten Menschen zu erziehen, sondern die Rechtsordnung ist dazu da, Menschen rechtstreu zu halten. Das ist das, was das Recht von jedem, von jeder erwarten kann, dass sie die geltenden Gesetze einhalten. Und ob sie das freudig tun oder eher zähneknirschend, das ist zunächst mal die Sache der Betroffenen. Also zahlen sie ihre Steuern mit Jubelstürmen oder so mit ein bisschen, naja, machen wir halt. Solange sie es zahlen, ist alles gut. Das heißt, umgekehrt, wenn das Recht, wenn die Rechtsordnung Religionsfreiheit gewährt, dann heißt das noch lange nicht, dass sie sich mit den Inhalten, den einzelnen Inhalten dieser religiösen Menschen auch identifiziert. Das wird oft verwechselt. Ich bin selbst Mitglied in den Arbeitsgruppen der Deutschen Islamkonferenz gewesen, wo wir uns Gedanken gemacht haben, wie kann man zum Beispiel einen authentischen islamischen Religionsunterricht in unseren öffentlichen Schulen verankern, sodass die junge Generation auch eine Unterweisung bekommt in ihrer Religion, die Elternhäuser oft so wenig leisten können wie die christlichen oder anderen, einer Religion aber auch, die mit den hiesigen pädagogischen Standards vermittelt wird, nicht einprügeln, sondern sich positionieren lernen zu den Dingen. Und da wurde uns dann gelegentlich vorgeworfen, naja, die Leute, mit denen ihr da redet und die da möglicherweise kooperieren, das sind ja jetzt nicht gerade die liberalsten, nicht gerade die fortschrittlichsten innerhalb des muslimischen Spektrums. Abgesehen davon, dass es auch bei den Organisationen ein sehr breites Spektrum gibt. Ja, es stimmt. Ja, es stimmt, die großen Organisationen, das sind nicht so gerade die Ultraliberalen, wie soll ich sagen, Kirche von unten auf islamisch. Die gibt es auch, aber das ist sicher nicht der Mainstream in den Organisationen. Aber nochmal, der säkulare Staat kann sich nicht aussuchen, mit wem er am allerliebsten kooperieren möchte, sondern er muss mit allen kooperieren, die die rechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Und umgekehrt gilt auch, der Staat nimmt dann nicht inhaltlich Stellung zu den einzelnen Inhalten, so wenig er das bei der katholischen oder evangelischen Kirche tut, so wenig tut er das beim Islam. Also es ist nicht Aufgabe der Rechtsordnung, eine innermuslimische Debatte letztlich zu entscheiden. Das müssen Muslime schon selbst tun und das muss auch die Gesamtgesellschaft letztlich selbst tun. Nicht alles, was möglicherweise ein befremdliches Verhalten ist, ein von vielen unerwünschtes Verhalten ist, kann man sogleich verbieten. Das Recht kann nur in sehr begrenztem Umfang Menschen erziehen. Es kann Menschen dazu anhalten, bestimmte Verhaltensregeln zu beachten. Und das ist sehr wichtig. Das ist die eigentliche Aufgabe einer Rechtsordnung, eine Friedensordnung herzustellen und zu bewahren. Aber menschliche Bildung im Sinne von freundlichem Miteinander, das müssen wir schon selber hinkriegen in der Gesellschaft. Dafür ist die Rechtsordnung dann nicht mehr zuständig. Also, wir können von den Leuten verlangen, dass sie Steuern zahlen, aber wir können von ihnen nicht verlangen, dass sie nett sind. Schön, wenn sie nett sind, aber Grandler darf man auch sein. Nicht nur in München übrigens. Nur ein Beispiel, weil es vielleicht gerade doch in den Städtebau reinpasst. Muslimische Infrastruktur, Moscheebau. Muslime dürfen Moscheen bauen. Sie fallen unter die Religionsfreiheit und haben deswegen bestimmte baurechtliche Privilegierungen. Aber Muslime haben gewisse strukturelle Nachteile gegenüber denen, die schon sehr viel länger da sind. Und das sind insbesondere die Christen. Die Grundstücke sind knapp.
Das Geld ist auch knapp. Das meiste, was an muslimischen Organisationen unterwegs ist, baut auf Ehrenamt auf und baut auf Spenden auf, die im Wesentlichen aus dem Inland geschöpft werden. Das heißt, da sind die Mittel beschränkt. Und gerade hier in München konnte man ja sehen in den letzten Monaten, Jahren, auch in anderen Städten, etwa in Bayern oder in Deutschland, die muslimische Bevölkerung nimmt zu, auch durch die Flüchtlingsbewegungen. Muslimische alltagspraktische Religiosität nimmt auch zu, das Bedürfnis zum Freitagsgebet zu gehen und ähnliche Dinge mehr. Das heißt, die Gebetssäle, die Moscheen sind überfüllt. Und es finden sich selten erschwingliche Grundstücke, wo man was Neues machen kann. Deswegen, um Konflikte zu entschärfen, die daraus entstehen können, dass auf einmal Leute auf der Straße beginnen zu beten, das schafft oft genug Unruhe, sollte man auch in der Bauleitplanung etwa berücksichtigen, dass bei wachsenden Städten wie etwa hier dann das eine oder andere Grundstück ausgewiesen wird, sozusagen religionsneutral für kulturelle oder religiöse Zwecke. Es ist insbesondere günstig, wenn da Liegenschaften der öffentlichen Hand zur Verfügung stehen, die dann entsprechend den Erbpacht oder wie auch immer zur Verfügung gestellt werden können, weil das doch manches an Konfliktpotenzial dann entschärfen kann. Und da ist Kompromissfähigkeit von allen Seiten gefordert. Na, Minarett ja oder nein? Traditionell, die meisten Moscheen haben ein Minarett, jedenfalls die größeren. Das ist irgendwie so eine optische Angewohnheit, so wie eine Kirche halt einen Kirchturm hat, auch nicht immer und überall. Und manche Kirchen aus den 60er, 70er Jahren, weiß man ja auch nicht, ist es eine Schwimmhalle, ist es eine Kirche. Aber also man hat so seine Vorstellungen, wie sowas aussehen kann. Das gibt es auch bei aller Varianz bei den Moscheen. Und deswegen mein Rat, lassen Sie uns diese Dinge doch auch unter ästhetischen Gesichtspunkten diskutieren. Der goldene Schnitt ist so eine Regel, die überall gilt. Ne? Und solche gestumperten Minarette, wenn man schon welche baut, das sieht wirklich schrecklich aus. Also entweder weglassen oder in einer Proportion, die dann zum Hauptgebäude dazu passt. Das sind Dinge, die das Baurecht durchaus hergibt. Auch da können die Juristen wieder helfen. Da gab es mal einen Prozess irgendwo in der Eifel, also in Rheinland-Pfalz, so ein Rückzugsgebiet. Und da wollten auch Muslime eine Moschee mit Minarett. Und die Leute haben gesagt, das hatten wir aber noch nie, das fügt sich nicht in die Umgebung ein. Das ist jetzt ein Zitat aus dem Baugesetzbuch. Und das Verwaltungsgericht hat gesagt, doch, fügt sich ein. Denn einfügen heißt nicht, dass die Newcomer niemals ihren Platz finden können, sondern es sind eben viele neue da, also müssen wir auch im Hinblick auf dieses sich einfügen, einen gewissen Wandel mit hineindenken und die Sache dynamisch gestalten. Denn nur, wenn wir hier gesamtgesellschaftlich mit unseren Prinzipien ernst machen, dass wir ein Rechtsstaat sind, der auch funktioniert und bei all den Schwierigkeiten, die wir haben, wir sind noch nicht im Paradies da, aber wir haben ein hohes Maß an Rechtsstaatlichkeit erreicht. Das muss sich aber auch im Alltag bewähren. Und es muss sich gegenüber Minderheiten bewähren. Die Mehrheit, die kann sich in der Regel schon ganz gut selber schützen. Die Minderheit hat es schwerer. Und es ist durchaus nicht so, dass die Demokratie immer recht hat. Demokratie, das ist die Mehrheitsherrschaft und das ist gut und richtig so. Aber wenn es zum Konflikt kommt zwischen dem Mehrheitswillen und den Grundrechten von wenigen, dann siegt der Rechtsstaat über die Demokratie. Das muss man sich auch klar machen. Manche Zähne knirschen, ne? Aber wir sind doch so viele, wir wollen jetzt abstimmen örtlich, ob wir die Moschee haben wollen oder nein. Nein, solche Abstimmungen sind nicht zulässig. Die Mehrheit darf nicht über die Rechte der Minderheit entscheiden. Das ist Rechtsstaat. Manchmal ist er anstrengend, aber wir haben nichts Besseres. Und nur wenn wir diese Prinzipien aufrechterhalten, dann gelingt uns auch das, was eigentlich schon gelungen ist, nämlich dass wir insgesamt schon ein gutes, zumindest nebeneinander erreicht haben, mit den allermeisten und mehr auch ein Miteinander. Was wir vermeiden müssen, ist, dass die Extreme aller Seiten gestärkt werden. Und auch das ist ein Problem, das ich nicht verschweigen will. Ich gucke schon auf die Uhr und versuche zu einem Ende zu kommen. Aber die Sachen hängen miteinander zusammen. Nur wenn wir fair sind, nur wenn wir unsere eigenen Prinzipien ernst meinen, können wir erfolgreich die Extremisten von allen Seiten bekämpfen. Und dann helfen auch keine solchen Argumente wie zum Beispiel, naja, jetzt sollen sie doch erstmal Kirchen in Saudi-Arabien bauen und dann schauen wir weiter mit den Moscheen hier. Na, da würden wir einerseits würden wir die muslimische Bevölkerung hier in Sippenhaft nehmen für das, was in einer der übelsten Religionsdiktaturen dieser Welt passiert, nämlich in Saudi-Arabien. Und andererseits würden wir unsere eigenen Prinzipien über Bord werfen. Das sollten wir also auch um unserer selbst willen nicht tun und um der muslimischen Bevölkerung willen schon gar nicht. Aber die Extremisten gibt es.
Es gibt muslimischen Extremismus, wir haben es leidvoll erfahren müssen. Es gibt ihn in verschiedenen Teilen der Welt. Erst jetzt wieder auf der Sinai-Halbinsel, wo Muslime Muslime umbringen, weil diese Extremisten eben nur das gelten lassen, was sie selbst denken über ihre Religion. Und in der Regel sind das die eher schlichten Gemüter. Nicht nur, aber die vor allem, die zu diesem religiösen Extremismus neigen. Ich kann jetzt nicht Ursachenforschung im Einzelnen betreiben, wir tun das. Es gibt nicht das einheitliche Bild eines muslimischen Extremisten. Wir wissen, junge Männer in so einem Alter von Ende 10er Jahren bis Ende 20er Jahren sind deutlich überrepräsentiert. Wir haben erschreckende Feststellungen, schon ein 12-Jähriger in Mannheim. Frauen nehmen zu, 30% möglicherweise jetzt schon. Wir beobachten das sehr genau, was da passiert in der Szene. Auch die bayerische Staatsregierung, nebst anderen Regierungen in Deutschland, versucht, hier Prävention zu betreiben, Beratung und Ähnliches mehr. Überproportional vertreten sind junge Leute, insbesondere junge Männer, die wir vielleicht als Dropouts bezeichnen können. Also Probleme in der Schule, Probleme in der Familie, Probleme mit sich selbst. Und dann kommen auf einmal diese politischen Salafisten, die sagen, ach Bruder, komm doch. Was, du bist aus der Schule geflogen? Frag Gott nach Schulabschlüssen. Deine Familie hat kein hohes soziales Ansehen. Zählt das vor Gott? Was zählt vor Gott ist, du musst ein guter Muslim sein. Du musst helfen, dieser unterdrückten muslimischen Community auf dieser Welt wieder nach vorne zu helfen. In Afghanistan, wo sie unsere Frauen vergewaltigen. In Syrien, wo alle ihre schmutzigen Hände drin haben und, und. Da kommt diese Propaganda, die leider nicht nur Propaganda ist, auch das gehört zur Wahrheit, aber eine sehr selektive Sicht der Dinge. Muslime werden zum Opfer stilisiert und die wissen auch, wie sie auf die Leute zugehen müssen. Wie sie versuchen, Flüchtlinge anzuwerben, Gott sei Dank, wie wir wissen, wohl mit ziemlich geringem Erfolg. Die gehen nicht mit denen Koran lesen, sondern die gehen mit denen in den Handyladen und zum Friseur und zeigen denen erstmal, wie es so läuft. Das sind hervorragende Sozialarbeiter zum Teil. Besser aufgestellt als manche Organisationen, die auch so mit der Jugend ihre Schwierigkeiten haben. Das sind übrigens auch die einzigen, die konsequent auf Deutsch predigen. So viel zum Thema Deutsch als Pflichtsprache für Predigten in der Moschee. Im gegenwärtigen Zeitpunkt ist es ein Salafismusförderprogramm. Das wäre, glaube ich, nicht gewünscht. Und da kann die Wissenschaft gelegentlich vielleicht auch einen Beitrag dazu leisten, dass der gute Wille nicht immer ausreicht, um auch erfolgversprechende Maßnahmen in die Wege zu leiten. Und dieser muslimische Extremismus, den wir selbstverständlich und mit allen unseren zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpfen müssen, mit elektronischer Fußfessel und all den Dingen, das hat seinen guten Sinn. Wir müssen auch schauen, dass die Islamfeindlichkeit in die Schranken gewiesen wird. Das schaukelt sich gegenseitig hoch. Und ich bin froh, dass der Bayerische Verfassungsschutz, als erste Verfassungsschutzbehörde Deutschlands übrigens, eine neue Kategorie geschaffen hat der verfassungsschutzrelevanten Islamfeindlichkeit. Also eine Islamfeindlichkeit, die etwas anderes ist als eine durchaus berechtigte Kritik an manchen Zuständen. Die muss man üben. Aber es ist das eine, ob ich ein konkretes Problem anspreche oder Aktionen von konkreten Menschen anspreche oder ob ich pauschal sage, Muslime sind Terroristen und denen kann man nicht trauen. Ne? Das ist genauso menschenfeindlich und übrigens auch falsch und unfair, wie dieser muslimische Extremismus, der uns alle so pauschal als Ungläubige abstempelt, ob wir nun Christen, Juden, Atheisten oder Muslime sind, die nicht auf ihrer Richtung segeln. Also da müssen wir in beiden Seiten und in beiden Richtungen aufpassen. Und wir müssen vor allem im Alltagsleben aufpassen. Das Thema Islam und Integration. Muslime haben jedenfalls noch zu erheblichen Teilen eben diese Migrationsgeschichte. Und wer zum Beispiel nicht gut Deutsch kann oder keine formale Ausbildung hat, der wird sich schwer tun im deutschen Bildungs- und Arbeitsmarkt. Aber die Leute brauchen keinen Religionsunterricht, sondern die Leute brauchen einen Deutschkurs und Zugänge. Und sie brauchen offene Türen. Und wenn wir wissen aus einer erst wenige Monate alten Untersuchung, dass bei einer Bewerbung für ein Vorstellungsgespräch inhaltsgleiche Qualifikationsvoraussetzungen mit Bild einer jungen Dame, die deutschen oder auch türkischen Familienhintergrund haben könnte und die einmal als Sandra Bauer sich bewirbt und einmal als Meryem Öztürk. Sandra Bauer kriegt 18% Einladungen. Meryem Öztürk ohne Kopftuch 13%, Meryem Öztürk mit Kopftuch 4%. Dann sehen wir, dass wir noch gesamtgesellschaftlich Handlungsbedarf haben.
Da können die nun auch nichts dafür. Auch das ist nur teilweise ein Religionsthema. Das Kopftuch mag eins sein. Aber hier gilt das Antidiskriminierungsrecht. Also wir müssen aufpassen, dass vor allem im Alltag die Sache funktioniert. Und zwar so funktioniert, wie es im Grunde auch die Maßstäbe des Bundesverfassungsgerichts sind. Wir dürfen nicht unser Bild vom Islam anlegen und auch nicht einfach nur im Koran rumlesen und alle möglichen erschrecklichen Stellen auffinden, die wir auch in anderen heiligen Schriften finden können, aber ja, wir finden sie auch im Koran. Sondern wir müssen schauen, was machen die Leute aus ihrer Religion und wie handeln sie danach. Das ist der Maßstab. Also wie begegnen wir einander ganz konkret und persönlich? Und man sollte auch nicht den Fehler begehen, den wir in vielen Teilen der Welt seit 9/11 machen, dass man Muslime nur noch aus dem Spektrum oder aus dem Blickwinkel ihrer Religion wahrnimmt. Sondern es sind Menschen unterschiedlichsten Hintergrunds, unterschiedlichster Interessen. Wenn man Bayern München-Fan ist, und gestern, da braucht man nicht Muslim sein oder Christ oder Atheist, sondern Leidensfähigkeit gehört dazu. Ich weiß, von was ich rede, ich komme aus Nordbayern, Nürnberg als Stichwort. Und daran sollten wir uns, denke ich, erinnern. Und das entspricht, um zum Ende zu kommen, auch meiner persönlichen Lebenserfahrung, der ich in Syrien studiert habe, der ich einige Jahre meines Lebens so unterm Strich auch in verschiedenen orientalischen Ländern verbracht habe. Übrigens da auch meinen deutschen Pass hier zu schätzen gelernt habe und auch die deutsche Kultur. Aber was ich erlebt habe, ist, wir haben sehr, sehr viel mehr Gemeinsamkeiten, als wir es uns so vorstellen. Trotz aller Unterschiede, die ich nicht verwischen will. Aber dass wir selber ein angenehmes Leben führen möchten, einigermaßen nett über die Runden kommen. Dass es unseren Kindern noch ein bisschen besser gehen sollte oder jedenfalls nicht schlechter als uns. Dass wir in Frieden leben wollen mit unseren Nachbarn. Das eint die allermeisten Menschen dieser Welt und das ist nichts Geringes. Und ja, es gibt die Unterschiede. Über die müssen wir diskutieren, auch streiten, heftig streiten. Dafür ist eine Zivilgesellschaft da. Aber mit Respekt vor dem anderen und vor allem nicht, indem wir ein Bild an den anderen herantragen, bevor wir ihn oder sie erstmal haben reden hören. Sondern wir müssen fair sein zueinander. Und wenn wir das sind, dann werden wir entdecken, dass bei allen Sorgen und Problemen, die es sicherlich gibt im Zusammenleben, doch schon auch viel Gelungenes und Gelingendes gibt. Und es ist ja erstaunlich, dass wir hier in Deutschland, uns geht's, ich weiß ja, Vortrag vorher, prekäre Arbeitsverhältnisse, ich sehe das Problem, aber insgesamt geht's uns auch hier ziemlich gut. Und deswegen wundere ich mich manchmal, dass auch Menschen, die jetzt keinen äußeren Anlass haben, sich so große Sorgen zu machen, dass sie sich trotzdem große Sorgen machen. Und deswegen kann ich uns allen nur empfehlen, doch mit ein bisschen mehr Freude an unsere Tage zu gehen. Denn eins dürfen wir, glaube ich, gewiss sein. Unsere Tage heute sind die guten alten Zeiten von übermorgen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich bin noch gar nicht angeschaltet. Jetzt bin ich angeschaltet. Vielen Dank, Herr Rohe, für diesen Vortrag. Wir haben noch 10 Minuten. Also ich würde gerne eigentlich sofort, sofern es Meldungen gibt, die Stimmen aus dem Publikum hören. Es gab jetzt welche, die haben sich gerne gemeldet, aber erstmal nehme ich noch andere da hinten. Sie wollen eine Frage stellen, jetzt kommt noch jemand mit einem Mikrofon. Genau, kommt von hinten. Und vielen Dank für Ihren Vortrag, der sehr viele Aspekte angesprochen hat. Und ich denke auch immer wieder auf so ein ganz ruhiges, rationales Level zurückgeführt hat, was ich dann beeindruckend finde. Jetzt. Der Islamische Koordinierungsrat der Bundesregierung, in dem sind drin der Schäuble und die Erika Steinbach, aber vor allem Vertreter der von DITIB und Miligöris noch einem Verband unterschreiben seit 2,5 Jahren nicht einen einfachen Satz, der heißt, die Muslime in Deutschland verpflichten sich auf das Grundgesetz. Wie beurteilen Sie das? Müssen wir da nicht aufpassen? Und die Aufklärung zu verteidigen, wenn man 20 junge Menschen fragt, was ist eigentlich Aufklärung, dann denken die, das ist ein Teenie-Magazin. So sieht es an unseren Schulen aus. Müssen wir da ein bisschen mehr tun vielleicht? Ja. Oder müssen wir, wie es an einer Schule war, in YouTube auch zu sehen,
warum 12-Jährigen als Hausaufgabe vorgelegt wird, mit nach Hause, nach Hause gegeben wird, warum ich zum Islam konvertiere. Das ist ja eine Suggestivfrage. Und das legt man einfach vor. Und wie bewerten Sie als letztes noch im Februar 2015 in den Grundschulen Augsburg, Neu-Ulm und Ulm, wo ausgerechnet im Ethikunterricht, also an drei Grundschulen innerhalb drei Wochen, das gleiche Phänomen aufgetreten ist? Das sagten 8- bis 10-jährige muslimische Kinder ausgerechnet im Ethikunterricht. Christen muss man töten und Juden stehen auf der Stufe des Schweines. Jede Lehrerin ging zur Rektorin und fragte, was soll ich machen? Jede Rektorin ging selbst in die Klasse dann, schaute sich das an, da sagten die das Gleiche. Und dann holte, Gott sei Dank aus meiner Sicht, ich bin selbst Lehrer, aber für Ältere, holte jede dann die Polizei. Ich finde es richtig, dass die jungen Bürger, islamische Buben merken, hoppla, was ich da vom Papi gehört habe, da kommt immerhin die Polizei dann. Wenn die Lehrerin gesagt hätte, ja, das darfst du aber nicht mehr sagen, sowas, das wäre beim einen Ohr rein und anderen raus. Aber wie bewerten Sie diese Phänomene jetzt, bitteschön? Ja, jetzt würde ich auch mal an Sie das übergeben. Das kann man sehr klar beantworten. Wenn es solche Phänomene gibt, dann muss man denen mit aller Entschiedenheit und so effizient wie möglich entgegentreten. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Es scheint mir aber, ich neige nicht dazu, Probleme zu übersehen. Also Juristen kann man viel vorwerfen, aber das nicht. Aber wir müssen die Sache auch zurechtrücken. Und ich denke, ein wichtiger Baustein, um solche Dinge zu verhindern, ist zum Beispiel die flächendeckende Etablierung eines islamischen Religionsunterrichts in unseren öffentlichen Schulen mit Lehrkräften, die etwas von der Sache verstehen, die die entsprechenden pädagogischen Kompetenzen haben und selbstverständlich das Ganze nach Lehrplänen, die den Voraussetzungen des säkularen demokratischen Rechtsstaats genügen. Das haben wir hier in Bayern in vielfältigen Modellversuchen, gegenwärtig in 337 Schulen, meistens in Grundschulen, aber auch in mehreren Gymnasien. Es wird gerade ausgebaut, es gab Samstag eine große Tagung in Nürnberg zu der Frage, wie kann das alles weitergehen. Die bayerische Staatsregierung beschäftigt sich selbstverständlich auch mit diesem Thema. Ich meine, es ist in aller Interesse, auch im Interesse der allermeisten Muslime, die nicht zu solchen Radikalismen neigen, dass das möglichst eingedämmt wird und dass eben eine authentische, friedliche Lesart des Islam hier gelernt wird, die es ja gibt. Dieses erste Gremium, das Sie benannt haben, das ist mir nicht bekannt. Also obwohl ich eigentlich alle kenne, die es so gibt, Koordinierungsrat zwischen Bundesregierung und Muslimen, das gibt es nicht. Es gibt die Deutsche Islamkonferenz, es gibt auch einen Koordinationsrat der Muslime in Deutschland. Da sitzen aber nur muslimische Organisationen drin. Frau Steinbach ist inzwischen bei der AfD, so jedenfalls im Umfeld gelandet und hat, glaube ich, mit Islam so wenig zu tun wie die Partei, die sie jetzt propagiert. Die erste Partei übrigens in unserem Land in der Nachkriegszeit, die sich selbst im demokratischen Spektrum verortet, aber in Islam-Dingen verfassungsfeindliche Forderungen aufstellt, nach meiner Einschätzung, und damit stehe ich nicht alleine. Das ist auch ein Teil des Problems, das ich versucht habe zu beschreiben. Wie können wir die gemäßigte Mitte in diesem Land zusammenhalten, von Menschen unterschiedlicher Religionen und Weltanschauungen, die aber bereit sind, die anderen in ihrer Andersheit zu respektieren? Die müssen wir doch möglichst stark machen. Und das gelingt uns nur, wenn wir einerseits den Extremisten auf allen Seiten entschieden entgegentreten und da wirklich alle denkbaren Maßnahmen ergreifen, die der Rechtsstaat hergibt. Das ist auch eine Ressourcenfrage übrigens. Und dann eben auf der anderen Seite Normalität herrschen lassen. Ich habe die Vokabel Wertschätzung und Frage nach Wertschätzung ganz oft gehört im Dialog. Es ist für Muslime sehr, sehr anstrengend, wenn man immer und immer wieder scheel angesehen wird, sobald die Menschen hören, sie sind Muslime, nach dem Motto, Ali, du bist schon in Ordnung. Ja, Muslim, okay, aber du selber passt. Das ist nicht mehr lustig, wenn man das 20 Mal gehört hat. Sondern was wir anstreben sollten, ist, dass Muslimsein in diesem Lande so normal ist wie alles andere auch. Und dass alle sich an die gemeinsame Hausordnung halten müssen, weil es eine gute Hausordnung ist, die Frieden schafft. Aber wie man sich dann einrichtet in seinen Zimmern, das sollte man dann jedem selbst überlassen. Okay, ja, da gab es jetzt, jetzt gibt es noch mehr Fragen. Ich würde mich jetzt noch mal hier an diese beiden, also vielleicht erst Sie vorn, ja, oder von mir aus auch erst Sie, und dann Sie, ja, Moment, jetzt kommen Sie dann danach dran, und dann widme ich mich
den anderen Fragenden, die aber auch schon in den vorhergehenden Sitzungen Fragen gestellt haben. Aber bitte. Ich beziehe mich nochmal auf Ihre Antwort jetzt gerade zum Thema Religionsunterricht. Was finden Sie gegen das Argument, dass ich sage, oder warum gibt es nicht gar keinen Religionsunterricht? Also bevor ich sage, okay, wir haben diesen und jenen Religionsunterricht, finde ich es fast besser, wenn wir sagen, okay, es gibt dann lieber gar keinen Religionsunterricht mehr, sondern nur noch Ethik, wo natürlich die Grundzüge des Christentums, des Judentums, des Islam erläutert werden. Was halten Sie oder was für ein Kontraargument bringen Sie, wo Sie sagen, es ist aber besser, beide Religionsunterrichte, den christlichen und den islamischen, zu haben, als gar keinen? Also was ich besser fände. Ja. Die Diskussion wird seit einigen Jahrzehnten geführt und insbesondere seit der Wiedervereinigung, weil wir ja gerade im Osten Deutschlands Länder haben, bei denen eigentlich das sozialistische Regime nur eins geschafft hat, nämlich eine weitgehende Entchristianisierung. Und das hat die Debatte natürlich nochmal gestärkt. Nun, als Jurist muss ich Ihnen antworten, wir müssen uns halt ans geltende Recht halten. Und in den meisten westlichen, jedenfalls Bundesländern, gilt Artikel 7 Absatz 3 des Grundgesetzes, wo es heißt, dass der Religionsunterricht, und zwar bekenntnisorientierter Religionsunterricht, ein ordentliches Lehrfach ist an den öffentlichen Schulen. Das ist unsere geltende Rechtslage. Und deswegen zunächst mal heißt das nicht etwa Christentum raus, sondern Islam rein, Judentum rein und alle anderen Religionen auch, soweit die organisatorischen und inhaltlichen Voraussetzungen dafür gegeben sind. Worüber man sicher diskutieren kann, ist, wie soll das in einigen Jahrzehnten aussehen? Ist es nicht besser, Kinder alle zusammenzubringen und dann eben die ethischen Grundlagen aller Religionen gleichermaßen zu schildern? Das ist ein Modell, das man in Hamburg fährt, Brandenburg, LER und sowas. Beide Modelle haben was für sich und gegen sich. Das Bekenntnisorientierte sagt, Menschen sollen erst mal lernen, sich selbst zu positionieren, um dann von einer gewonnenen Position her mit den anderen ins Gespräch einzutreten. Und andere sagen eben, nee, bitte in dieser schon religionsfernen Gesellschaft doch bitte erst mal alle zusammen. Beides hat was für sich. Letztlich muss man, glaube ich, die Unterschiede nicht so hochhängen. Denn auch in Ethik werden Lehrkräfte manchmal gefragt, was ist eigentlich deine Überzeugung, was glaubst du? Und auch im Religionsunterricht gibt es den einen oder anderen Lehrer oder Lehrerin, die selber mehr Zweifel als Zuversicht haben, was ihre eigene Religion angeht. Und die bringen das auch zum Ausdruck. Also am Ende hängt sehr, sehr stark an den Lehrkräften. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht auch das Wichtige an einem solchen Unterricht, sei es Religion oder Ethik. Wir stellen nämlich fest in den Schulen, dass die Lehrkräfte, die das unterrichten, überproportional häufig wohl zu Vertrauenslehrern gewählt werden. Na? Das zeigt, dass die Schülerschaft einfach das als Medium nutzen kann oder als Freiraum nutzen kann, wo man auch mal die Dinge aussprechen kann, die einen so umtreiben, eben jenseits irgendwelcher binomischer Formeln oder desgleichen, deren Bedeutung ich nicht herabwürdigen will. Aber von dem her ist es vor allem gut, dass da ein guter Unterricht stattfindet. Und das Label, das da auf der Flasche pappt, ist aus meiner Sicht gar nicht so entscheidend wichtig. Gut, jetzt war da noch eine weitere Frage bei Ihnen. Sie bekommen jetzt auch ein Mikrofon. Ich glaube, dass das oft bei dem Thema der Fall ist, dass man aneinander vorbeiredet. Und was mir halt oft fehlt bei dem Thema, ist die andere Seite. Ich meine, es ist schon schön, wenn Sie rational und beruhigend da den Vortrag gestalten. Aber man sollte halt sich doch auch daran erinnern, dass wenn man heute in der Öffentlichkeit in Deutschland wirklich den Islam kritisiert, aus der islamischen Community raus, dass man sich nicht mehr so gemütlich hinstellen kann wie Sie, sondern eventuell Polizeischutz braucht, eventuell sein Privatleben ändert. Und dann würde ich halt auch mal sagen, Minderheiten, es gibt auch eine Minderheit innerhalb der muslimischen Community, nämlich wenn man aus der Community austritt. Ja? Und dann sprechen wir über ganz was anderes. Und das sind die Kopftuchprobleme noch, seien Sie mal nicht böse, aber das sind dann kleinere Probleme, weil dann hat man existenzielle Probleme. Also da muss man diesen Leuten auch zuhören, die sagen, ich möchte aus der Community austreten und ich möchte ein säkuläres Leben leben, aber es ist mir nicht möglich. Und die Kräfte, mit denen Sie oder die Islamische Konferenz dann zusammenarbeitet, erscheinen mir da schon sehr, sehr problematisch. Also mit problematischen Leuten würde ich nicht zusammenarbeiten und das traue ich auch unseren Innenministerien zu. Da sitzen ja keine blauäugigen Problemvernachlässiger, sondern ganz im Gegenteil, sehr problembewusste Menschen.
ich gebe Ihnen in dem völlig recht, dass wir Menschen beispielsweise, die von ihrer Religionsfreiheit Gebrauch machen möchten und den Islam verlassen möchten und konvertieren zu einer anderen Religion, die bedürfen unser aller Schutz und Unterstützung. Das ist auch ein wichtiges Element der Religionsfreiheit. Und ich bin dem Phänomen auch schon begegnet, wie soll ich sagen, eines taktischen Beleidigtseins von manchen, wenn man irgendwelche kritischen Töne äußert. Übrigens, ich stehe heute in der Tat sehr gemütlich da. Aber vor 10 Jahren habe ich hier in München in der Schwanthaler Straße einen Vortrag gehalten und anschließend eine Morddrohung kassiert aus der Islamfeinde-Ecke. Also es ist auch bei mir nicht immer so gemütlich. Hätte ich mir als Wissenschaftler niemals träumen lassen. Na, wir Juristen, wir sind ja die größten Langweiler, die man sich vorstellen kann. Einerseits, aber andererseits, ich muss abwägen. Und, also völlig Taugschau untauglich. Vielleicht ein bisschen näher an der Realität als die mit den steilen Thesen, aber es enthebt einen nicht des Problems, dass man gelegentlich wirklich scharfe Opposition kriegt. Ein Stück weit muss man das aushalten, aber natürlich die Fälle, die Sie beschreiben, und ich weiß, dass es die gibt, da gibt es noch einen ganz, ganz großen Klärungsbedarf, einen auch theologisch-islamischen Klärungsbedarf. Wie hält man es mit Menschen, die sich von der Religion lösen möchten, die zum Beispiel auch Atheisten sind und das offen sagen möchten? Da gibt es zum Teil noch einen riesigen sozialen Druck. Ja, du verlässt die Gemeinschaft, du lässt deine Familie im Stich. Aber da sind wir bei einem Punkt, der vielleicht schon mehr Kultur und Psychologie ist als noch Religion. Nämlich Leben in Großfamilienstrukturen mit sehr, sehr starken Großfamilienloyalitäten unter Menschen, die eine kollektivistische Erziehung genossen haben. Das Interesse des Einzelnen zählt nicht so viel, das Interesse des Familienkollektivs steht oben, weil man die Familie nämlich zum Überleben braucht. Kulturen ohne Sozialstaatsstrukturen und Ähnliches mehr. Da ist man angewiesen auf die. Und so kommt das eine zum anderen. Der rausgeht aus dem Familienkonsens, ist sozusagen ein Verlust oder vielleicht sogar ein Gegner. Das macht die Sache nicht besser. Aber ich würde sagen, gerade da haben wir in Deutschland eine große Chance. Eine große Chance, dass man sich neu sortiert und dass man sehr, sehr deutlich jetzt den Menschen, die es gibt im muslimischen Spektrum, die andere, die da austreten wollen, unter Druck setzen, dass man denen in aller Deutlichkeit entgegentritt. Aber das sind eben gerade schon auch die traditionell orientierten Organisationen, die das sehr deutlich gemacht haben. Zentralrat der Muslime in Deutschland in seiner Charta von 2002 zu islamischem Leben in Deutschland, Artikel 11 ist es, glaube ich, dass das Recht auf Religionsfreiheit auch beinhaltet, die Religion zu wechseln. Und ich habe den Vorsitzenden vor laufender Kamera in einer arabischsprachigen Sendung gefragt, ob das sich auch auf den Islam bezieht, und er sagte ja. Also auch da haben wir Chancen hier in diesem Land, den Islam in einer Form der Religionsfreiheit neu entstehen zu sehen. Und das passiert in unseren Universitäten, das passiert auch in den Schulräumen. Darf ich noch kurz was dazu sagen? Ein bisschen kommt es mir schon vor, wie das Pfeifen im Walde, was Sie hier verbreiten, weil wenn man die Situation in der Türkei anschaut. Das sind hier Deutschland. Ja, ja, aber ich meine, der Arm oder die Diskussion der Türkei findet auch hier in Deutschland statt. Und wie da die Verbindung zwischen türkischem Nationalismus plus Religion gerade sich im Moment radikal ausbreitet. Und ich weiß nicht, dann kann man das so auf Religionsfreiheitsbasis, glaube ich, nicht hinkriegen. Wir müssen sehen, wir sind jetzt schon ein bisschen über der Zeit. Vielleicht noch ein ganz kurzes Statement. Da gibt es jetzt noch eine Wortmeldung, die würde ich dann noch abschließend nehmen, damit wir die Veranstaltung nicht ausdehnen. Ich sehe schon das Problem, das ich als großes Problem sehe. Die türkischen Communities sind gerade unglaublich gespalten im Aufruhr in diesem Land. Und Herr Erdogan trägt da ein gerütteltes Maß an Schuld dran. Gar keine Frage. Und ich sehe auch eine gewisse unheilvolle Verbindung zwischen türkischem Nationalismus und einem sehr traditionalistischen Islam in verschiedenen Richtungen. Das Problem sehe ich durchaus. Und dem müssen wir in aller Deutlichkeit auch entgegentreten und müssen verlangen, dass wenn Organisationen hier im Inland agieren möchten und Kooperationspartner sein möchten, dass sie dann sehr wohl theologische Auslandsreferenzen haben dürfen, aber keine institutionellen haben sollten. Es muss eine inländische Organisation mit inländischer Verantwortlichkeit sein, ansonsten kann man darauf keine Zukunftsmodelle aufbauen. Ich habe gerade ein Gutachten gemacht für die hessische Landesregierung zu diesem Thema. Also ich kenne die Verhältnisse ganz gut und es gibt auch, glaube ich, durchaus erfolgversprechende Vorüberlegungen, wie kann sich auch der türkisch orientierte Islam künftig in Deutschland in einer Art und Weise positionieren, dass es reinpasst in die deutsche Rechtsordnung. Also auch da kein Pfeifen im Wald, sondern vorsichtiger Optimismus, der aus dem Realismus entspringt einer 20-jährigen
alltags beschäftigen mit diesen Themen. Also ich weiß, von was ich rede. Ich habe sehr viele Statistiken ausgewertet, Umfragen ausgewertet und stelle fest, dass auch Muslime, die beispielsweise türkischen Familienhintergrund haben, sehr, sehr andere Einstellungen gewonnen haben durch das Leben hier, als es die Mehrheit in der Türkei so sieht. Das heißt, Leben in einer anderen Umgebung prägt Menschen. Und das erleben wir auch bei Muslimen, die zugewandert sind vor ein, zwei, drei Generationen. Das dauert, aber es entwickelt sich. So, die letzte Wortmeldung. Eine Frage an die Juristen. Sie kennen das Grundgesetz und Sie kennen vielleicht auch den Koran. Und der Koran enthält mehr als 250 Bestimmungen, die eindeutig zum Teil verfassungswidrig sind, aber gegen viele deutsche Gesetze verstoßen. Und anschließend dazu die Frage, wie stehen Sie dazu, dass Ihre Berufskollegen zum Teil schon in Deutschland, besonders in Frankfurt, die Scharia mit herbeiziehen, wenn sie ein Urteil fällen? Danke. Also Scharia habe ich so noch nicht erlebt. Ich studiere alle Fälle, die überhaupt publiziert sind. Ich bin auch selber einige Jahre Richter gewesen am Oberlandesgericht in Nürnberg. Scharia wird eigentlich nicht zitiert. Was gelegentlich zitiert wird in unseren Urteilen, ist zum Beispiel ägyptisches Recht, malaiisches Recht, wie französisches oder brasilianisches. An den Punkten, an denen unser eigenes Recht das vorschreibt, dass wir es tun, wenn wir zum Beispiel prüfen, ob eine Ehe, die im Ausland wirksam geschlossen wurde, auch im Inland anerkannt werden kann, dann hat unser eigenes Gesetz, unser eigener Gesetzgeber sich entschieden, das zu prüfen anhand der ausländischen Rechtsordnung und nur so ein Kontrollmechanismus noch im Inland. Das heißt, wir wenden einfach unsere Gesetze an. Und das Schöne am säkularen Staat ist und an säkularen Gerichten ist, dass wir nicht theologische Exegese betreiben müssen. Wir müssen uns nicht einmischen in das Abendmahlsverständnis der christlichen Kirchen und genauso wenig müssen wir uns einmischen in die Auslegung des Koran. Wo viele eben sagen, ich kenne diese Stellen, ich habe ihn wirklich gelesen und auch mehrfach gelesen, auch auf Arabisch. Ich kenne diese Stellen, jetzt bin ich dran. Es ist die Frage, wie man sie auslegt. Na, da steht zum Beispiel was von den Heuchlern, die man umbringen müsse in der 49. Sure. Aber wer sind diese Heuchler? Na, und dann lesen Sie in Korankommentaren des 9. und 10. Jahrhunderts, gemeint sind da Menschen, die im 7. Jahrhundert scheinbar zum Islam übergetreten sind, in diese kleine, noch fragile Gemeinde und dann bei der nächstbesten Gelegenheit denen wieder den Dolch in den Rücken gestoßen haben und wieder zu den alten Feinden übergelaufen sind. Diese Munafiqun, diese Heuchler solle man töten. Nur, die sind alle schon lange tot. Und deswegen habe ich auch gesagt, es kommt nicht darauf an, dass wir den Wortlaut dieser Schriften prüfen, sondern wir müssen schauen, was machen die Menschen draus. Ja, wenn einer heute kommt und sagt, seht her, da steht's, man muss die Heuchler töten und Heuchler sind alle Nicht-Muslime. Mit dem Menschen haben wir definitiv ein Problem und der gehört hinter Schloss und Riegel. Das ist überhaupt keine Frage. Aber auch Christen tun sich vielleicht schwer mit dem dritten Buch Mose, Levitikus, also wenn Sie das auf Verfassungskonformität prüfen, da kann es einem Angst und Bange werden. Und deswegen gilt auch hier gleiche Maßstäbe für alle. Ich glaube, der Schlüsselbegriff heißt schlicht und ergreifend, nehmen wir die Menschen wahr in ihrer Eigenheit. Was sagen Sie zu den Dingen und seien wir vor allem fair zueinander. Ja. Ja, vielen Dank, Herr Ruhe, und vielen Dank auch an Sie, dass Sie hier dabei waren und sich auch so rege beteiligt haben. Sie wissen, dass, also wir haben über die Stadt gesprochen. Die Stadt ist ein Prozess, sie verändert sich ständig. Am Anfang haben wir es anschaulich gesehen, aus der Perspektive des Architekten und Städtebauers. Wir haben gesehen, dass wir genau hinschauen müssen, dass es auch soziologische Probleme, Spaltungen, Dinge gibt, die wir vielleicht nicht wahrnehmen wollen, die aber trotzdem existieren. Und ich denke, Herr Rohe hat uns dann auch wieder dahin geführt, was eigentlich auch logisch ist in sehr gesellschaftliche Fragestellungen, denn Stadt und Gesellschaft sind natürlich verzahnt. Stadt ist immer ein Ausdruck des gesellschaftlichen Lebens. Beide beeinflussen sich gegenseitig. Insofern fand ich den Vormittag jetzt sehr spannend. Es gibt noch 3 weitere Sektionen, ich weiß jetzt nicht, schlagen Sie das vor? Nee, 2 weitere heute. Da, gut, dann, ich bin sonst eigentlich fertig, außer um darauf hinzuweisen, dass Sie jetzt nochmal mittags und auch nachmittags hier an interessanten Diskussionsveranstaltungen teilnehmen können. Vielen Dank. Applaus
Ja. Sie kriegen Ihre Schokolade. Ja, ich stehe hier wegen der schönen Schokolade. Ja. Das ist doch klar. Also, vielen Dank, ja. Hallo, jetzt geht's ja. Eine Durchsage in eigener Sache. Mir wurde gerade mitgeteilt, dass einige Gäste hier in der Feuerwehreinfahrt geparkt haben. Die werden da nicht mehr lange stehen und es wird teuer. Ich würde Ihnen raten, Ihr Auto ganz schnell dort wegzufahren. Danke. Und jetzt noch eine Ansage. Wir freuen uns, wenn Sie heute Nachmittag wieder hier sind nach der Pause. Da geht es dann um 13.45 Uhr weiter mit IT im Alter, ein neuer Zugang zur Welt. Und dann eine einstündige, spannende Diskussion zur Präimplantationsdiagnostik. Also erstmal eine schöne Pause und wir sehen uns dann wieder. Dankeschön.